Moinsen Leute und willkommen zu einem weiteren Call of Duty 4 Commentary. Ja, ich habe das ja mit der Abwechslung, denke ich mal, in den letzten Tagen sehr gut hinbekommen und will das jetzt so weiterfahren. Und ja, ich habe hier ein Frei für alle auf der Map Crash mit der AK-47 erspielt. Ich bin noch ziemlich niedriges Level. Und ja, könnte sein, dass ich in manchen Situationen des Gameplays ein bisschen verwirrt rüberkomme. Das liegt daran, dass das eines meiner ersten Spiele mit dem Turtle Beach XP500 war. Und ja, also man hört sehr viel mit dem Headset, aber ich hatte halt Probleme, es einzuordnen irgendwie, weil ich auch noch vielleicht das Twiten gewöhnt war. Also es war schon eine kleine Umstellung für mich. Und ja, von daher bin ich in manchen Situationen ziemlich planlos. Aber nun gut, kommen wir zu meinem Thema heute, und das ist quasi das heutige COD. Wie ist das überhaupt entstanden? Ja, der Erfolg mit Code 4 kam ja erst, der Erfolg mit Call of Duty kam ja erst mit dem vierten Teil. Ja, weil das was komplett Neues war, und das war die Idee von West und Zeppeler, glaube ich heißen die. Also beim zweiten bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, der heißt Zeppeler, doch. Und ja, das waren halt deren Ideen. Und ja, das sind auch die Gründer von Infinity Ward. Und ja, die haben auch schon die COD-Teile davor gemacht. Aber mit Code 4 haben sie halt was komplett Neues gemacht, was noch kein anderer hatte, mit den ganzen Perks, Killstreak etc. pp. Dieses moderne Kriegszeug halt. Und ja, die haben das quasi sozusagen erfunden. Und ja, die haben sich dann während Modern Warfare 2 draußen war ziemlich heftig mit Activision gestritten. Die haben halt dann eine Meinungsverschiedenheit. Und ja, die haben dann Infinity Ward verlassen und haben Respawn Entertainment unter EA gegründet. Und ja, das ist auch quasi das halbe Team von Infinity Ward nachgekommen. Also quasi all die guten Leute von Infinity Ward sind dann auch zu Respawn gewechselt, weil die halt mal Meinungsverschiedenheiten mit Activision hatten. Und ja, das heißt, Modern Warfare 3 ist eigentlich gar nicht von Infinity Ward gemacht. Also es ist zwar von Infinity Ward gemacht, okay, aber die ganzen Infinity-Leute sind weg gewesen. Also deshalb denke ich mal auch, dass das Game so eintönig zu Modern Warfare 2 wurde. Und ja, auch noch immer nicht konnte alle Mangos wegradieren. Und ja, das hat Respawn Entertainment halt ihr erstes Spiel angekündigt. Also sie haben gesagt, es soll wieder so ein modernes Spiel werden und ein Shooter natürlich. Screenshots gibt es jetzt noch nicht. Es gibt auch noch keine Informationen dazu, wie es heißt. Aber ja, ich denke mal, sie haben ja auch jetzt letztes Jahr oder letztes Halb, also vor einem halben Jahr, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, versucht, die ja, Modern Warfare Rechte zu bekommen. Und warum ich den Typ nicht gesehen habe, keine Ahnung. Also sie haben halt versucht, die Modern Warfare Rechte zu bekommen, sprich den Namen. Das ist leider vor Gericht aber gescheitert. Und ja, dann konnte Activision halt ungehindert Modern Warfare 3 machen. Und ich denke mal darauf hin, dass ja, die wieder so einen modernen Kriegsshooter machen. Aber ich denke mal, das wird sehr interessant, denn es ist quasi ihre Idee, also kann es keiner besser machen wie sie. Das ist meine Meinung zumindest. Und ja, ich denke mal, die werden wieder so einen richtig schönen Shooter, was komplett, ja, mit vielen Neuerungen, wie damals halt Code 4 rausbringen, mit einer Hammer-Grafik natürlich. Die werden eine neue Engine machen. Und ja, ich habe dann so die Befürchtung, dass COD ihr so ein Problem bekommen wird, weil, ja, die haben es halt nun mal drauf. Die haben COD quasi erfunden, so wie es heute ist. Und die machen jetzt noch eine neue Engine, neue Ideen. Das Spiel ist schon ziemlich lange in der Entwicklung. Und ich denke mal, das Spiel kann, ja, Call of Duty wirklich Parodie bieten und vielleicht sogar übertreffen. Und ich denke mal, es war ja schon zum Release von Modern Warfare 3 sehr groß der Flame über die alte Engine. Und ja, ich denke, Black Ops 2 wird sich noch halten können, aber danach Modern Warfare 4 kann ich mir echt nicht vorstellen. Und ich denke mal, danach wird die Call of Duty-Reihe echt Probleme bekommen, außer Sledgehammer entwickelt eine neue Engine. Das kann natürlich auch sein, aber ich denke mal, 2012 generell wird ein sehr hartes Jahr, denn ich denke mal, da wird irgendwie, oder 2013, denn da wird spätestens dann das Spiel von denen kommen. Dann kommt ja noch Homefront 2, klasse Spiel gewesen, hatte nur leider total den verschissenen Entwickler, der die Bugs nicht gefixt hat.
Und ja, das Gameplay ist vorbei. Ich hoffe, dass es euch gefallen. Ein bisschen verplant, das Kommentar, wie ich weiß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ich hoffe, euch gefällt mein neues Outro. Ciao. Huh?